Letzte Woche hatte ich am Sonntag wieder ein Reitpädagogenseminar und da ich ja leider meinen Finger gebrochen hatte, konnte ich außer Film, was natürlich auch mal cool war, leider nichts machen. Und gerade war das Wochenende, wo ich mich voll drauf gefreut habe, da wir jeweils unsere Pferde- oder Reitbeteiligungen besuchen gegangen sind und von unserer Trainerin dann ein paar Tipps bekommen konnten. Ja, wie gesagt, ich konnte leider nichts selber machen, deswegen sehen wir hier nur in dem Video nur 3 Pferde von den anderen 3, mit denen ich die Ausbildung mache. Und ja, hier im Video ist ein Pferd, das ein bisschen Probleme mit der Hinterhand hat. Deswegen haben wir dann am Schluss auch eine Bandage drumherum gebunden, was dann auch die Hinterhand deutlich aktiviert hatte. Also das kannte ich vorher auch noch nicht, fand ich ziemlich interessant. Und ja, was ihr dann noch so in dem Video seht, sind halt die anderen Pferde, entweder longiert und dann auch noch geritten, weil ja, man konnte sich aussuchen, für was man Tipps haben möchte, und die anderen 2 wollten beides longieren und reiten. Und ja, ich fand es eigentlich ganz interessant, mal noch andere Pferde zu sehen und dann zu gucken, was die Trainerin dazu sagt und was man verbessern könnte und worauf man achten muss. Und ja, ich denke, vor allem für die anderen war es halt toll, weil sie jetzt wissen, wo sie mit ihren Pferden weiterarbeiten können und auf was sie achten müssen. Und ja, ich hoffe, dass ich einfach beim nächsten Seminar mal wieder mitmachen kann. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis nächstes Mal.